Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, wir haben heute mal wieder was richtig Heftiges geplant. Da freue ich mich auch schon echt lange drauf. Und zwar, wir wollten einfach mein ganzes Auto selber gestalten. Ich bin auch schon mega gehypt drauf und ich würde sagen, reden wir gar nicht so viel rum. Los geht's. Aber Leute, bevor wir das Auto anmalen, werden wir jetzt richtig fett alles nochmal schön sauber machen. Der hat auf jeden Fall mal wieder eine Wäsche nötig. Jo. Neben mir ist Professor Waschwasser. Der wird mir auf jeden Fall tatkräftig helfen. Jo. Na, dann zieh durch. Okay. Wir sind wieder zurück und Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ihr seht schon, das ist einfach hier alles, was wir am Start haben. So heftige Farben, schaut euch das an. Wir haben einfach alles dabei, von der kleinsten Mine hier, schaut mal, so eine kleine Mine, bis zum Mammutmine. Ey, das ist so krass. Da muss man nachher die ganze Zeit so drücken und dann kommt da die Farbe raus. Und ich würde sagen, es wird einfach so verrückt. Damit es für uns ein wenig schwerer ist, haben wir auch viele kleine Challenges vorbereitet, wie zum Beispiel diese Glücksrad-Challenge. Da werden wir einmal drehen und ja, das, was rauskommt, müssen wir dann draufmalen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich weiß nicht, was es wird. Jetzt wird es richtig spannend. Was da rauskommt, muss ich nachher aufs Auto malen. Aber ich würde sagen, das ist die Frucht und jetzt ist Chrissy dran. Okay, jetzt muss ich drehen. Ich hoffe, dass ich nicht Tier bekomme, weil ich kann echt keine Tiere malen. Aber ich probiere es einfach mal. Oh, das war schnell. Pflanze, easy. Das kriege ich hin. Ich habe mir gedacht, dass ich als erstes einfach eine Melone dort drauf zeichnen werde. Ich weiß noch nicht, was Chrissy macht. Aber jetzt fange ich an, einfach das erste Mal aufs Auto malen. Ich traue mich gar nicht, aber oh, ich will nicht. Aber ich muss durchziehen. Oh mein Gott. Der erste Strich, Freunde. Ich habe richtig Angst, dass ich mich vermale. Nein! Hä? Lol, warum läuft das? Leute, nein! Ja. Ich hoffe, dass es bei mir ein bisschen besser läuft als bei Vinny. Also die Schreie haben schon mal nichts Gutes gesagt, aber ich werde mein Bestes geben. Ja, doch, ist okay. Ich bin gespannt, Vinnys Melone jetzt zu sehen. Ich habe schon gehört, sie soll viele Kerne haben. Die Melone, worüber sich niemand freut, die zu haben und zu essen? Die sieht doch übel wild aus. Echt? Hat gar nicht so viele Kerne. Dankeschön. Ja. Oh mein Gott. Sogar mit Kontur. Ja. Oh, ist aber schon niedlich. Einfach hier so ein kleines Tjung. Wir haben jetzt beide einfach schon unser erstes Motiv raufgemalt. Das sieht so heftig aus. Und jetzt werde ich einmal drehen. Und das, was ich bekomme, müssen wir beide jeweils einmal daneben machen. Es ist ein Tier, Leute. Jeder von uns muss jetzt noch ein Tier daneben malen. Mal gucken, was Chrissy nimmt. Okay, jetzt gucke ich mir wieder Vinnys Kunstwerk an. Bin gespannt. Ein Tier. Ey, aber irgendwie ist es wild. Es hat was. Ey, der ist so richtig niedlich geworden. Kutschu, kutschu, kutschu. Nice. So Freunde, jetzt als nächstes hier haben wir den Würfel am Start. Ich werde einmal würfeln und die Augenzahl, die wir bekommen, haben wir in Stunden Zeit, Freestyle etwas auf dem Auto drauf zu malen. Das wird richtig cool und ich hoffe, es wird eine 6. Nein! Oh, aber eine 2 ist gut, das reicht. Das heißt, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, beide das Freestyle drauf zu malen. Und der Timer startet in 3, 2, 1, let's go! Sehr nice. Wir haben es geschafft. Die 2 Stunden sind jetzt rum. Wir sind schon richtig weit gekommen. Also wenn ihr das schon sehen könntet, aber wir zeigen es euch noch nicht. Ich würde sagen, wir werden erstmal morgen weitermachen, weil die Sonne ist schon rum. Wird langsam kalt und dann würde ich sagen, bis morgen. Guten Morgen, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben wieder 2 Gäste am Start. Einmal Gärtner Chris. Gärtner Luise. Hallöchen. Fragt euch nicht, warum wir alle 3 Hüte aufhaben, aber ich würde sagen, jetzt starten wir direkt mit der nächsten Challenge. Und zwar haben wir hier 5 Zettel. Jeder von uns muss jetzt 5 Wörter auf die Zettel schreiben. Dann machen wir sie klein, müssen jeder jeweils 3 Zettel ziehen und die Wörter, die draufstehen, müssen wir aufs Auto in ein Bild so übertragen. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja. Na dann, let's go.
Wir sind fertig und ich würde sagen, Luise, unser Ehrengast, fängt jetzt mal an, die ersten drei Zettel zu ziehen. Also, let's go. Kannst auch direkt laut vorlesen, was du hast. Ein Osterei, Schmetterling, eine Leiter. Weiß er doch direkt von wem das ist. Das war mein letztes Wort, sorry. Ein Symbol in bunten Farben. Oh. Einmal ein Bär, Braun oder Eisbär. Ein Kamel. Gott, das sind viel zu viele Tiere. Mal schauen, was ich hab, Freunde. Da fangen wir direkt an mit einem O. Oh. Ein flammendes Herz. Oh, Audi-Ringe in Flammen. Abgebissener Apfel mit Wurm. Oh mein Gott, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall richtig heftige Sachen. Und wir machen uns direkt an die Arbeit. Okay, ich fange mit dem Schmetterling an, weil das jetzt für mich einfach am einfachsten war. Und ja, los geht's. Es ist ein Chillkamel. Ich werde direkt mit dem flammenden Herz hier oben starten. Das finde ich so einfach, weil das hier so gewölbt ist. Aber mal gucken, ob es trotzdem cool aussieht. Luise und Chrissy sind schon fertig. Ich muss jetzt noch mein drittes Symbol malen. Und zwar die Audi-Ringe in Flammen. Ich werde einfach die hier hinten nehmen. Die werde ich so richtig cool rot machen. Mit einer orangenen, gelben Flamme. Also das wird, glaube ich, heftig aussehen. Die Leute, die hinter mir fahren, werden wissen, dass mein Audi schnell ist. Und ich werde direkt loslegen. Jetzt kommt ein besonderes Ereignis und zwar mache ich jetzt meinen ersten Backflip in den Stand. Ja, seit ich mir das Bein gebrochen habe. Let's go. Oh Gott. Oh, nice. Ey, da war doch schon mal gut. Die nächste Challenge hat es richtig in sich und zwar muss ich jetzt hier auf dem Trampolin so viele Backflips wie möglich schaffen und die Zahl, die ich schaffe, muss ich vorne auf die Motorhaube aufs Auto raufmalen. Also jetzt wird es richtig wichtig. Ich hoffe natürlich, dass ich die 13 schaffe, weil es meine Lieblingszahl ist. Also let's go. 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 10, 11, 12. 13, 14. Obwohl, wollen wir die Vorwärtsautos zählen lassen? Wir nehmen 13, egal was passiert ist. Mir ist nämlich richtig schwindelig. Leute, auch wenn es jetzt 14 Saldos und 12 Backflips, glaube ich, gewesen sind, lassen wir einfach mal die 13 zählen, weil es die goldene Mitte ist. Und ich würde sagen, 13 ist natürlich auch meine Lieblingszahl. Und die werde ich jetzt richtig cool vorne aufs Auto customizen. Ich habe mir einfach mal hier so einen Eimer genommen und da kann ich perfekt jetzt einen Kreis machen, wo die 13 reinkommt. Erstmal hier mit dem Bleistift. Ich finde, das sieht ja hier auf der Motorhaube schon mal richtig nice aus und jetzt werde ich es richtig satisfying, die Klebestreifen abziehen. Und damit natürlich jeder weiß, wer im Auto drin sitzt, male ich jetzt hier richtig schön und groß Vinny Piano drauf. Die Motorhaube gefällt mir schon richtig gut, aber Leute, jetzt habe ich eine gute Idee. Und zwar werde ich hier bei diesen Seitendingen jeweils beides blaues Feuer ranmalen. Ich glaube, das sieht übelst heftig aus. Und da mache ich mich jetzt direkt an die Arbeit. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das YouTube-Zeichen. Das habe ich jetzt hier schon mal rangemalt. Und natürlich schreibe ich noch dazu, Vinny Piano, wie viele Abonnenten ich habe. Und das Datum von heute an der Stelle. Danke für 483.000 Abonnenten. Müsst ihr euch mal vorstellen, fast eine halbe Million. Und das kommt jetzt ans Auto.
Und damit ist die Motorhaube fertig, aber noch nicht ganz, weil ihr seht, wir haben ja hier noch ganz schön viel Platz drauf. Und da haben wir uns gedacht, werden wir einfach euren Namen raufschreiben. Schreibt einen netten Kommentar, wie ihr heißt, also den Namen dazu. Und mit etwas Glück werden wir euch auswählen. Und hier kommen ganz viele Namen von euch rauf. Und ich würde sagen, jetzt wird der letzte Strich gezeichnet. Und dann ist das Auto auch schon fertig. Oh mein Gott! Yeah. Heftig! Okay, nice! Wir haben es geschafft, Junge! Perfekt! Jawohl, einfach fertig, aber bevor ihr jetzt das ganze gesamte Endergebnis seht, werden wir jetzt erstmal gucken, ob die Stifte wasserfest sind und fahren in die Waschanlage. Oh mein Gott, Freunde, jetzt geht's los. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ey, hoffentlich geht's nicht ab. Nein, Leute, was machen wir eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Ich weiß nicht, das Auto ist doch sauber. Oh, nein, ich kann da nicht hingucken. Ich auch nicht. Ich will auch nicht hingucken. Unsere Autowäsche ist fertig. Wir fahren jetzt raus. Wir werden dort parken und uns das gleich angucken. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert ist. Ey, hoffentlich ist es doch dran. Oh mein Gott. Stell dir vor, oh so. Oh mein Gott. 4 Tage umsonst. Das wäre schon sehr bitter. Nein! Was ist? Wo ist es? Hä? Wie kann es. Es ist alles wichtig. Ich dachte, das wäre wasserfest. Leute, es war natürlich nur ein Witz. Wir sind gerade ganz am Anfang des Videos, wo wir das Auto putzen, damit man es auch schön bemalen kann. Und jetzt seht ihr erstmal das fertige Endprodukt. Leute, der Wagen ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Das Gesamtergebnis sieht einfach so nice aus. Ja. Also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und Freunde, dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.